Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Gotti. Und ich mache gerade mein Training und habe gerade einen Satz absolviert und jetzt ist Pause. Und das ist doch die beste Zeit, um mal über Pausenzeiten zu sprechen. Ein paar von euch haben gefragt, ob ich dazu nicht auch mal ein Video machen kann. Wir hatten schon Wiederholungen, Trainingspläne und so weiter. Und jetzt muss ich auf die Zeit achten, zumindest vom Gefühl so ein bisschen, damit ich gleich weitermachen kann. Also, ein Video in Stücken. Pausenzeiten. Ihr müsst sie nicht genau tracken, das schon mal voran. Ihr müsst jetzt nicht eine Stoppuhr nehmen und gucken, wann ihr die 2-3 Minuten macht. Grundsätzlich. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, kann man das mal eine Zeit lang machen. Ein Gefühl dafür zu bekommen, habe ich das tatsächlich auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht. Und dann kommt man rein. Muss man aber nicht unbedingt. Das Wichtigste ist nämlich, dass ihr erholt an den nächsten Satz rangehen könnt, aber nicht zu viel Pause hattet. Grundsätzlich, wenn ihr so im Kraftbereich seid, das heißt, gerade einen Satz gemacht habt mit 6 Wiederholungen oder weniger, könnt ihr auch mal bis 4-5 Minuten gehen. Macht ihr gerade sogar eine Maximalwiederholung, kann man auch länger pausieren, damit man wieder konzentriert dabei ist. Wenn ihr die Wiederholungen höher schraubt, dann sollten die Pausenzeiten etwas geringer werden. Eine normale Pausenzeit, würde ich immer sagen, ist eigentlich 2-3 Minuten. Das ist eigentlich ein Wert, nach dem man sich so grob richten kann. Natürlich, wenn ihr dann völlig außer Atem seid, weil ihr nicht die Kondition habt oder sonst irgendetwas oder weil das wirklich ein sehr schwerer, harter Satz war, was weiß ich, 12 Wiederholungen, Kniebeugen oder so etwas oder Ausfallschritte, dann kann man auch mal da etwas länger machen. Denn es hat gar keinen Sinn, wenn ihr schon aus der Puste in den nächsten Satz rangeht. So, ich muss mal eben wieder. Ihr habt außerdem gefragt, beziehungsweise einer von euch, ob es Sinn macht, in den Pausenzeiten zwischen 2 Sätzen einer Übung den Satz einer anderen Übung zu machen. Wenn ich jetzt also, wie ich gerade, am Bizeps dran bin, Pump, ob ich dazwischen nicht einen Trizepssatz machen kann. Das ergibt sich so ein bisschen aus dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn ihr eher darauf aus seid, Cardio, euer Tag-Cardio-Leistung zu steigern, fit zu sein oder so, kann man das machen. Wollt ihr aber, wie in den meisten Fällen bei den Leuten, die hier auf dem Kanal sind, Bodybuilding-Bereich betreten, also Masse aufbauen, an eurer Figur arbeiten, möglichst viel Muskelmasse aufbauen, dann ist das Gift, dazwischen zu trainieren. Denn euer Körper sollte möglichst maximal vorbereitet sein für den nächsten Satz. Das heißt, ihr sollt konzentriert sein und macht man erstmal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sätze hintereinander und hat keine Puste dazwischen. Oder selbst wenn ihr die Puste habt, euer Körper kann sich da nicht dran gewöhnen, so schnell wieder zu arbeiten. Euer zentrales Nervensystem ist gerade noch auf Trab. Dann werdet ihr nicht das Maximale rausholen. Lieber wirklich erholt an den nächsten Satz gehen. Völlig fokussiert, völlig konzentriert. Und dann geht's weiter. Das andere sind andere Trainingssysteme. Man kann natürlich auch Supersätze machen, wo man entweder antagonistische Parts trainiert, also wirklich Bizeps, Trizeps oder 2 verschiedene Bizepsübungen. Aber das sind Intensivwiederholungen, also das sind Intensitätstechniken, die man macht. Das ist nicht das normale Training. Beim normalen Training, damit ihr es auch tracken könnt und euch von den Gewichten steigern wollt und so weiter, macht ihr das nicht. Das ist eigentlich alles. Es ist keine Wissenschaft. Gewöhnt euch dran und irgendwann im 2., 3., 4., 5. Jahr macht ihr das eh nach einem gewissen Gefühl. Ihr könnt auch mal wieder da testen. Das möchte ich ja immer wieder die Leute zu animieren, einfach mal mehr zu experimentieren und rauszufinden, was für euch am besten ist. Macht das mal, dass ihr für 4 Wochen die Pausenzeiten kürzt, um 1 Minute. Und guckt einfach mal, kommt ihr mit dem Training besser hin? Habt ihr mehr Trainingsreiz gesetzt? Wächst der Körper besser oder so? Oder kommt ihr sogar raus? Und ihr habt mehr Muskelkater und was weiß ich. Probiert es einfach mal aus. Das Gleiche, wenn ihr die Pausenzeiten einfach mal verlängert. Vielleicht könnt ihr mehr Gewicht bewältigen und auf einmal baut ihr tatsächlich mehr dadurch auf. So viel zu den Pausenzeiten. Ich hoffe, trotz verschwitztem Zustand und ein bisschen außer Atem gefällt euch diese Art des Videos. Habe ich sogar mit dem iPhone aufgenommen. Also, sagt mir Bescheid, wenn es gefällt. So aus dem Studio mit ein bisschen Studioatmosphäre und ein bisschen günstiger aufgemacht. Ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich habe jetzt die Pausenzeit hier tatsächlich überzogen.